Hallo Freunde, Fesselungen ist das Thema der heutigen Partie. Kreuz- und Querfesselungen in jeder Variante, wo man nur hinguckt. Von daher jede Menge los und deswegen fangen wir auch direkt an. Und damit herzlich willkommen zurück beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Wir gucken uns die Partie von Helgi Olafsson gegen Jonathan Levit an. Und die Eröffnung erstmal nicht so ganz wichtig. Hier bahnt sich was Englisches an. Es könnte auch gerade dieses G3 und B6, dass diese Läufer gegenüberstehen, diese Fianchettierung der Läufer in Verbindung mit C4, C5, das könnte ganz oft auf einen Igel oder auf Igelstrukturen hindeuten. Weil wenn Weiß irgendwann D4 spielte und dann C mal D und wie auch immer Weiß zurückschlagen möge, ja, dann hat Weiß leichten Raumvorteil und Schwarz stellt die Bauern im Regelfall hier auf die sechste Reihe. Das sind so diese Igelstrukturen. Hier in der Partie entwickeln sich beide Seiten weiter und Weiß spielt D4. Und jetzt könnte es eben zu dieser Igelstruktur kommen nach C mal D, aber Schwarz hat was anderes im Kopf. Er sagt sich, ich spiele Springer E4. Versuche mal eine Figur zu tauschen. Das ist so ein Hybrid aus aus Damenindisch und Igel. Gerade der Zugspringer E4 ist doch im Dameninder kommt der sehr häufig vor, wo es um das Feld E4 geht. Man versucht irgendwie eine Figur zu tauschen, wie auch immer, sich ein bisschen zu entlasten. Und Weiß hat natürlich jetzt prinzipielle Möglichkeiten, wie zum Beispiel D4, D5, ein bisschen Raumvorteil, ja, und dafür auch diese Bauernstruktur, die Verschlechterung in Kauf zu nehmen. Aber all das, hat sich Weiß gesagt, ist zwar theoretisch möglich, aber ich möchte den Ball heute mal richtig flach halten und keep it simple. Ich tausche den einfach ab, jetzt kann bei mir nichts passieren mit der Bauernstruktur und ich entwickle meine Figuren mit Läufer raus, alles gut, Schwarz auch hier. So, und jetzt ist die Eröffnungsphase mehr oder weniger fast abgeschlossen, beide haben sich gut entwickelt, ja, der Springer von B8, der soll natürlich auch jetzt noch irgendwann gleich ins Spielgeschehen eingreifen. So richtig viel ist natürlich noch nicht passiert, ist ja klar. Mit seinem nächsten Zug aber legt Weiß zumindest schon mal so die Richtung des Mittelspiels, der weißen Mittelspielidee zumindest fest. Er tauscht nämlich jetzt hier auf C5 und öffnet sich die D-Linie. Und ja, auch für seinen Läufer auch mal das Feld D6 zum Beispiel. Schwarz nimmt mit dem B-Bauern zurück, öffnet sich damit die B-Linie, die halboffene B-Linie. Die möchte er irgendwann mal mit Dame B6 oder so Gott will auch mal mit Turm B8 natürlich versuchen, hier ein Druckspiel auf den B2 auszuüben. Und Weiß hat dafür aber eher auf der D-Linie und auch auf den D7 hier so ein bisschen Druck. Also die ersten Ungleichgewichte entstehen. Dame D2. Möchte Turm D1 vorbereiten und den B2 schon mal präventiv decken. Denn Dame B6 ist zu erwarten. Turm FD1. So, jetzt haben wir hier schon so ein bisschen Druck auf den D7. Bleibt die Frage, dass sich dieser Springer hier eben nicht ganz so gut und nicht ganz so schnell und einfach entwickeln kann. Also dachte sich Schwarz, dann spiele ich eben Turm D8 und ja, decke diesen Bauern. Und ihr seht's. Ja, wir haben so ein kleines Fragezeichen da dran. Und wir werden, also ist jetzt noch überhaupt nicht zu sehen, warum, ja, aber der Turm steht auf D8 vielleicht nicht ganz optimal. Weiß setzt mit Dame E3 fort. Und jetzt beginnt quasi der Budenzauber, will ich es mal nennen. Nun, wir greifen den Läufer auf E4 an. Das ist auch noch alles sehr, sehr leicht nachvollziehbar. Wir öffnen die D-Linie für unseren Turm. Auch noch alles in Ordnung. Und Schwarz spielt Dame B7. Der sieht ästhetisch wunderbar aus, ja, mit Dame und Läufer auf einer Diagonale, Fianchetto. Da hatte Reti schon vor 100 Jahren seinen Spaß mit. Aber auch der ist, ja, der hat ein paar Nachteile. Wir gucken gleich mal. Aber was haben wir denn für Alternativen? Wir schauen uns mal zunächst an, was passiert denn, wenn Schwarz hier mal mit D7, D5 ankommen möchte? Um einfach diesen Bauern auf D7 ein für alle Mal loszuwerden. Dann
hat Weiß die Möglichkeit, hier auf D5 zu nehmen. Und jetzt liegt es ja, ja mehr oder weniger nah, irgendwie mit dem Bauern zu schlagen, damit man hier zwei Bauern nebeneinander hat, die sogenannten hängenden Bauern. Wenn ich jetzt hier mit einer Figur schlage, wie auch immer, also erstmal mit dem Läufer, weil der hängt, ja, dann habe ich hier auf C5 und einen Einzelbauer. Will man vielleicht nicht unbedingt. Das ist ein bisschen, Also lieber mit dem Bauern schlagen. Okay. Aber jetzt kommt Springer G5 und jetzt fangen die ersten Fesselungen an, die Wirkung zu zeigen. Natürlich haben wir hier auf dieser Diagonale hier schon so ein bisschen, auf dieser Diagonale natürlich einen gewissen Druck mit Fesselungen aller Art. Wir haben aber auf der E-Linie auch gewisse Fesselungen, ne, sodass zum Beispiel dieser Läufer hier den Läufer jetzt gar nicht schlagen kann, weil dann der E7 hängt und der F7 hinterher hängt. Ja, und selbst wenn er den schlägt, habe ich eine Figur mehr. Das macht ja alles keinen Sinn. Aber was passiert auf Läufer schlecht G5? Nun, dann folgt Läufer schlecht G5 und jetzt sehen wir, der Turm ist angegriffen. Und das ist einer der Gründe, warum der Turm auf D8 ein bisschen unglücklich stand. Denn ich drohe jetzt auf D8 eine ganze Figur zu gewinnen oder den Turm zu gewinnen. Qualität mit Angriff auf die Dame, auch noch mit Tempo. Und ich drohe aber auch gleichzeitig den E4 zu schlagen. Also denkt sich Schwarz, ja, dann muss ich halt den E4 decken. Ist ja kein Problem. Aber, und dann sehen wir wieder, ja, die unterentwickelte schwarze Stellung, die Türme, nicht verbunden, führt zum nächsten Problem, nämlich, dass dieser Läufer E4 jetzt gefesselt ist und Weiß mit Turm D5. Diesen Läufer auf E4 jetzt schon, also erstmal einen Bauern gewonnen, ja, und dann hängt der Läufer auf E4. Das ist auch nicht der Sinn der Sache für Schwarz. Was muss ich hier? Die Variante. Also, das war die Idee, warum er mit Dame B7 halt den Läufer so gedeckt hat. Okay. Nun, jetzt macht sich Weiß aber daran, diesen Bauern auf D7 mehr oder weniger erstmal festzunageln. Mit Läufer D6. Ja? Wir sehen auch, dass Schwarz jetzt das Gegenspiel auf der B-Linie gar nicht mehr konkret ist, weil der Läufer E4 ja immer hängt. So, das heißt, jetzt geht es so ein bisschen mehr um den D7. Wie kriegt man als Schwarzer die Puppen überhaupt raus? Läufer schlecht D6, Turm 6. Alles klar, können wir nachvollziehen. Und jetzt kleiner taktischer Trick von Schwarz. Jetzt kann er auf B2 schlagen, weil er auf A1 ein Tempo gewinnt. Mit Schach. Also zieht Weiß erstmal den Turm weg. Und jetzt hängt der E4 wieder und Weiß sagt sich, und Schwarz sagt sich, ja, dann gehe ich wieder zurück, jetzt habe ich den Bauern mehr. Wir gucken uns mal eben eine kleine Variante noch an, wenn jetzt hier der Läufer wegziehen würde. Auch hier kommen wieder die ersten Fesselungsmotive ins Spiel. Nämlich, dass Weiß mit Springer E5 ja, jetzt diese Diagonale hier öffnet. Es droht Springer schlecht C6 und dann ist dieser Bauer hier immer gefesselt. Da muss Schwarz schon gut aufpassen. Und auf Läufer G2, König G2, Dame B7 geht noch. Ja, gehen wir wieder zurück. Aber jetzt haben wir natürlich hier massiven Druck auf den D7. Das heißt, wir werden auf den C5-Feld auch. Weiß bekommt seinen Bauern zurück und behält natürlich eine sehr, sehr aktive Figurenstellung. Das möchte Schwarz vermeiden. Und spielt deswegen Dame B7. Okay, ja, Freunde. Aber jetzt könnt ihr ja mal kurz reingucken. Wir haben ja mit Weiß eine ordentliche Stellung. Gar keine Frage. Wir sind fertig entwickelt. Unser König ist in Sicherheit. Und dieser Turm auf D8, der steht dann noch ungedeckt, ja, wegen der D-Linie. Schaut mal rein, ob ihr hier nicht vielleicht eine Idee entwickeln könnt. Und Helgi Olafsson hatte eine sehr, sehr schöne Idee. Er spielt den Zug. Nicht damals der 5. Den könnte man spielen, wäre risikolos. Er hat den Zug. Turm schlägt E6 gespielt. Wow, was für ein Zug. Der basiert natürlich als erstes mal auf der Fesselung des D-Bauern. Ja, dass der D-Bauer nicht schlagen kann, weil der Turm hängt. Aber was passiert denn, wenn jetzt hier dieser F-Bauer schlägt? Nun, dann folgt Springer G5. Und das ist die Hauptidee, die man bei Turm E6 natürlich schon gesehen haben muss. Und jetzt Kreuze und Querfesselungen, ja, dass einem das Hören und Sehen vergeht. Zunächst einmal, es droht natürlich Springer E4-Geschichten. Und wenn dieser Läufer weg ist, oder Läufer E4-Geschichten, dann hängt hier auf
dieser Diagonale alles durch. Ja, völliger Wahnsinn. Es gibt aber noch ein Problem. In der Partie folgt H7, H6. So. Jetzt gucken wir uns mal Varianten an, weil hier müssen wir mal etwas genauer reingucken. Und eine der Varianten wäre halt D5, ja, um den E4 zu decken. Aber das ist natürlich überhaupt gar nicht möglich. Wieder ist die Festung des Turmes auf der D-Linie hier schon entscheidend. Wir könnten mit dem Läufer schlagen, wir könnten hier aber auch mit der Dame schlagen. Dann haben wir nämlich sofort eine Mattdrohung auf H7 und die Drohung auf E6. Und Schwarz kann ja immer noch nicht schlagen wegen Matt auf D8, weil der Springer das Feld F7 kontrolliert. Okay, also D5 geht schon mal gar nicht. Aber was ist denn mit Läufer schlecht G2? Und jetzt kommt der Zug, den man bei Turm E6 quasi schon gesehen haben sollte. Auch hier wieder das Fesselungsmotiv. Nämlich Dame schlägt E6. Und wieder ist dieser D-Bauer gefesselt, das Mattmotiv mit Turm D8, weil der Springer das Feld F7 kontrolliert. Naja, wenn die Dame aber nicht geschlagen werden kann, dann glaube ich, ist relativ klar, dass wir das erstickte Matt sofort auf dem Brett haben. Das ja mit Dame und Springer, das ist ja immer eins der schönsten Matts, die wir als Jugendliche auch immer kennenlernen. Einfach mal zum Zeigen, dass jetzt hier dieses Doppelschach auf König F8, Dame F7 und auf König H8 eben dieses schöne Dame G8 Motiv mit Springer F7 Matt. Also, Läufer G2 geht auch nicht wegen Dame E6. Und dann bleibt nicht mehr viel. Und damit sind wir wieder in der Partie, dass Schwarz H7, H6 gespielt noch. Der beste Zug noch in der Partie, in der Stellung. Weiß schlägt auf E4. So, jetzt drohen wir einen Abzug. Ja, mit Springer F6 und Damengewinn. Weiß hat minimal Material weniger, Qualität für einen Bauern. Aber natürlich dieser weiße Läufer auf dieser Diagonale ist natürlich tödlich. Ne? Schwarz entwickelt endlich eine Figur. Damit unterbricht er auch die lange Diagonale. Aber der D7 ist dadurch nicht mehr ganz so oft gedeckt. Und Weiß schlägt auf C5 mit Tempo. Zack, und hier die Dame ist angegriffen. Die sollte irgendwo hinziehen. Und sie sollte auch irgendwie gucken, oder sie möchte den D7 gedeckt halten. Sehr, sehr verständlich. Aber unglücklicherweise funktioniert das nicht. Denn das Fesselungsmotiv schlägt auch hier wieder zu. Ihr guckt wieder rein. Und habt dann hoffentlich den Zug Springer schlägt E7 gefunden. Damit wird der C6 quasi hier entwurzelt. Ja? Dass diese Drohungen auf dieser langen Diagonale jetzt noch stärker werden gegen den Springer C6. Und hier folgte Turm AC8. Hier müssen wir natürlich wieder ein, zwei Varianten reingucken. Was passiert denn, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Turm schlägt? Nun, dann ist Dame E6 Schach mit Angriff auf den Turm. Wenn der sich retten will, hängt eben der C6. Und jetzt haben wir nicht nur das Tempo auf den A8, es droht auch noch Läufer D5 mit der nächsten Fesselung und nächster Qualitätsgewinn und Weiß gewinnt die Partie mit bei mehr Bauern. Okay, was passiert bei E6, E5? Der Zug wurde auch noch angegeben. Die Idee ist jetzt natürlich, dass der E6 nicht mehr hängt, ja, die Dame hier nicht mehr schlagen kann. Und vielleicht droht auch mal Springer D4 Geschichten, um den D7 abzuklemmen. Es folgt damit D3. Wir decken diesen Springer auf D7 einfach doppelt. Den kann man nicht mehr schlagen. Es drohen auch noch damit D5 Geschichten mit Gewinn des Springers. Deswegen wird der jetzt hier wieder gedeckt. Aber dann folgt Dame F5. Und dann sehen wir, dass neben diesen ganzen Fesselungsmotiven auch die weißen Felder von Schwarz super, super schwach sind. Der Läufer von G2 über E4 natürlich. Ja, alle weißen Felder, der Königsangriff hat begonnen. Und deswegen hat sich Schwarz dazu entschlossen, in der Partie mit Turm A nach C8 fortzusetzen. Den Springer hier mal präventiv zu decken. Ja, der E6 ist weg, okay. Ja, König H8, Läufer E4. Wieder möchte Weiß über die weißen Felder sofort einen Königsangriff starten. Vielleicht hat Schwarz
ja, hier einen Zug übersehen. Er hat am Ende des Tages Springer E7 gespielt. Vielleicht, das gucken wir uns mal an, vielleicht hatte er zuerst vor, Springer E5 zu spielen. Denn jetzt die Gegenfesselung auszunutzen, dass der Springer D7 eben gefesselt ist, weil der Turm auf D1 hängt. Ihr seht überall Fesselungen, ja, super. Aber hier hat Weiß einen sehr, sehr schönen Zug. Der sollte auch nicht zu schwer sein. Das Weiß sich trotzdem hier auf E5 mit dem Springer bedient, ja, diesen Turm abgibt. Aber jetzt sehen wir eben, dass zwei Leichtfiguren auf den weißen Feldern, gerade der Springer droht überall Schach und Matt und wenn Schwarz hier nichts macht, zum Beispiel A5, dass hier einfach Springer G6, Springer E7 und Dame G6 folgt mit einfach mit Mattangriff auf H7 und das ist auch nicht mehr abzuwehren. Also, wir sehen Kreuz- und Querfesselungen überall. Und ja, deswegen geht Springer E5 hier nicht und deswegen hat er eben Springer E7 gespielt. Okay. Jetzt ist ja aber immer noch die Frage, unser Turm ist ungedeckt. Wir sind hier immer noch in der Fesselung drin. Man, der Springer E7 wehrt jetzt zumindest mal kurzfristig Damenangriffe gegen den schwarzen König ab. Aber das gibt uns eben für Weiß oder als Weißer die Zeit, uns noch wieder besser zu koordinieren. Und der Turm auf D1, der so ein bisschen, naja, ungedeckt steht, der kommt jetzt nach D6. Ja, er ist nur von der Dame gedeckt, also rein potenziell ist der Springer ja immer noch gefesselt, aber der Turm selber hat natürlich hier auch vielleicht mal Angriffspotenzial. Schwarz ist an Händen und Füßen ja auch gefesselt, hat auch nichts Großaktives. Direkt hier auf C4. Okay. Was soll er groß machen, ja? Der E7 ist, den kann er nicht wegziehen, weil dann sofort Dame G6 Geschichten kommen. Also sagt er sich, ich habe noch eine Idee. Ich schlage nämlich hier auf Moment, die Variante müssen wir noch, die müssen wir uns noch angucken, Freunde. Was passiert natürlich, wenn Weiß hier den Springer sofort schlägt? Ja? Und das gilt im Grunde auch für gleich, dass dann Turm E8 Geschichten kommen können. Und auf Dame H4, Dame C4, jetzt ist der E4 wieder so ein bisschen gefesselt und der ist angegriffen. Aber die Dame ist Gott sei Dank gedeckt, sodass wir den Läufer wegziehen können. Ja, die Bauernstruktur ist nicht so schön, aber wir haben zwei Figuren gegen den Turm und jede Menge Bauern mehr. Das sollte problemlos gewonnen sein für Weiß. Okay, deswegen gehen wir zu Turm D6 zurück in unserer Partie. Und Schwarz sagt sich, komm, ich schlage hier auf C4. Die Idee ist jetzt hier auch, den hier im Kopf oder im Hinterkopf zu haben. Dame E7. Ob vielleicht Turm E8 hier auch eine Idee ist, ja, dass der hier mal hängt. Natürlich möglich. In der Partie folgte Dame C1. Schach. König G2. Turm E8. Ja, und jetzt könnte Weiß natürlich wieder versuchen, hier diesen Läufer gedeckt zu halten, ja, aber er hat hier noch eine ganz andere Idee. Er sagt sich, ja, ich stehe sowieso gut, ja, auch Dame H4 wäre gut für Weiß, aber ich habe noch eine andere Idee. Ich sag, ich spiele mal den raffinierten Dame F7. Mit welcher Idee? Schwarz schlägt doch jetzt hier auf E4, hat er auch gemacht, und jetzt kommt nämlich die Idee vom Helgi, dass dieser Turm hier jetzt zum Einsatz kommt. Das war ja von Anfang an geplant. Der letzte Zug der Partie ist Turm G6. Und jetzt droht hier Matt auf G7. Da ist schon richtig schwer abzuwehren. Wir gucken uns mal ein paar Varianten an. Wenn zum Beispiel Dame B2 kommt, um G7 zu decken, dann folgt einfach Springer F6 und diese Diagonale wird geschlossen und blockiert. Der Dame nehmen wäre eine Möglichkeit. Hier hat Schwarz ein bisschen Pech in Anführungsstrichen, dass nach diesem Schach auf F6 der König auf dem Feld muss, wo die Dame mit Schach den Turm auf E4 abholen kann. Weiß wahrscheinlich schon mitberechnet, ja, bei Dame F7. Oder, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir könnten hier mit dem Bauern schlagen, aber dann folgt natürlich Turm H6, das ist natürlich auch die Idee. Und ja, wenn Turm G8 geht halt auch nicht und auf
Turm schlägt E2. Können wir natürlich hier einfach wieder auf G7 matt geben, weil diese Diagonale unterbrochen ist. Wir können natürlich noch ein bisschen den Fun-Faktor hier raushängen lassen, unseren Zwischenschach geben, ne? Und dann hier matt auf H7 geben. Aber matt ist matt am Ende des Tages. Gewinnt Weiß in allen Varianten. Und deswegen gehen wir in die Partie zurück. Hat Schwarz nach Turm G6 aufgegeben und Weiß, ja, hat diese fantastische Partie, die voller Fesselungen war, gewonnen. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.